Landrätin Kerstin Weiß überreicht einen Bewilligungsbescheid an Katrin Kunitzke vom DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg. Bezuschusst wird der Neubau einer Kindertagesstätte in Wismar. Der Standort ist sehr besonders. Am Lemkenhof hinter dem Lidl-Parkplatz mit Ostseeblick. Eine schon lange brachliegende Fläche, eine ehemalige Gartenanlage mit altem Baumbestand und Obstbäumen, die Teil des Kita-Außengeländes bleiben. Ich denke, wenn das fertig ist, ist es eine ganz tolle Kita. Von der Lage her kann man es ja kaum toppen, mit der Ostsee im Rücken und ansonsten in die Stadt ausgerichtet, mit viel Grün drumherum. Und gleichzeitig, was ich hier so gesehen habe, wird das dann auch alles ein bisschen schick und ordentlich gemacht. Also das, denke ich, ist gut ausgewählt und ich wünsche dem Bauvorhaben alles Gute. Ab Juli soll es ja dann wahrscheinlich losgehen und freue mich darauf, wenn es fertig ist. Es gibt bereits jetzt Anmeldungen für die neue Kita, die im Oktober 2021 eröffnen soll. Insgesamt ist Platz für 60 Kita und 24 Krippenkinder. Die Geburtenraten steigen. Wismar und der Landkreis brauchen neue Kindertagesstätten. Auch mit allen beteiligten Städten, Gemeinden und Ämtern, aber auch Trägern immer in die Zukunft und ermitteln den Bedarf. Das ist natürlich immer schwierig. Man guckt ja zum Teil auch auf Kinder, die noch gar nicht geboren sind und soll dann schon einen Bedarf prognostizieren, was brauche ich in den nächsten Jahren an Kita-Plätzen. Aber der Bedarf im Landkreis Nordwestmecklenburg war in den letzten Jahren stetig steigend. Das heißt, die Kita-Landschaft musste auch nachziehen, hinterherziehen, damit man dann auch diesen Bedarf decken kann. Es ist schön, wenn wir sehr viele junge Menschen im Landkreis haben, wieder mehr Kinder geboren werden. Das erfreut uns natürlich sehr, aber die Infrastruktur muss auch hinterherkommen. Und das schaffen wir halt mit solchen Fördermitteln, mit solchen Trägern, die dann auch sagen, okay, wir wagen es auch, wir bauen auch eine neue Kita. Und ich denke, wir haben ganz gut aufgeholt und die Eltern können da zuversichtlich sein. Die neue DRK-Kita hat ein innovatives Konzept als Sport- und Bewegungskindertagesstätte. Im Erdgeschoss wird es einen großen Raum mit Sporthallencharakter geben. Die pädagogischen Schwerpunkte sind Bewegung, Gesundheit, gesundes Essen, Selbstständigkeit und Kreativität. Kinder haben ja einen natürlichen Drang zur Bewegung, zum Sport, sich aktiv zu sein. Und wir glauben, es ist eigentlich bewiesen, dass Kinder manchmal dieser Drang einfach unterdrückt wird, dass vielleicht auch Eltern, aber einfach auch die Lebensumstände einfach gar nicht die Möglichkeit geben, die Kinder dahingehend zu fördern. Und man sagt ja nicht umsonst, Körper und Geist, wenn der Körper gesund ist, ist der Geist gesund, wenn der Geist gesund ist, ist der Körper gesund. Also es sind wirklich Kinder, die Einschränkungen haben, ob motorisch im Bewegungsapparat, durch die falsche Ernährung, dass sie einfach auch die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Und das wollen wir einfach den Kindern auf natürlicher Weise und spielerisch einfach nahe bringen und es mit ihnen leben. Ne? Also dass man sozusagen Bewegung zum Alltag mitgehört. Und unter anderem haben wir ja natürlich auch gesunde Ernährung, wollen wir natürlich mit aufnehmen. Das gehört da zusammen, ist ja ein Baustein, dass wir das dann auch nochmal fördern. Die Kosten für den Kita-Neubau belaufen sich auf 4,16 Millionen Euro. Das DRK, Kreisverband Nordwestmecklenburg, ist Bauherr. Um den Bedarf Land auf Land ab in der ganzen Bundesrepublik zu decken. Und daraus hat der Landkreis natürlich auch Mittel bekommen und gibt sie dann natürlich gerne an die Träger weiter. Und mit 570.000 von 4 Millionen, sind jetzt logischerweise keine 50%, aber es ist immerhin etwas, was wieder hilft, damit auch solche tollen Kitas gebaut werden können. Gesucht werden nun sportliche Erzieherinnen und Erzieher, denen das Konzept einer Sport- und Bewegungskindertagesstätte zusagt.